Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warframe. Boah, das ist krass, ich muss immer gähnen, wenn ich die Anmoderation mache. Fällt mir voll auf in letzter Zeit. Ja, was spielen wir? Wir spielen Warframe. Und wir haben jetzt die letzte Quest auf, oh scheiße, ich glaube Eris. Nee, nicht Eris. Das ist ein Fail, ich weiß nicht, wie der Planet heißt. Ich kann ihn nachschauen. Ja, Nemos, sagt mir wenig. Ja, am Ende werdet ihr es eh sehen. Wir spielen Überleben. Und, ja, alleine. Ich war jetzt kurz 5 Minuten in der Lobby, am Gabeln und hab mir gedacht, so, vielleicht kommt jemand rein. Aber dem ist nicht so. Und deswegen sind wir leider ganz allein. Naja, vielleicht kommt noch irgendjemand dazu. So, was haben wir für Waffen? Wir haben die Soma, die wir noch leveln müssen. Dann spielen wir mit Valkyr und mit den Akavasto geben wir Hard of Fresse. Die muss ich auf jeden Fall umskillen von den Mods her. Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe für den Scheiß, aber die gehen so gar nicht klar. Die Vasto, die spielt man halt nicht. Ich habe sie auf Feuerrate und Schaden und sowas geskillt. Nur das geht halt echt gar nicht klar. Also ich werde das auf jeden Fall gleich ändern, macht danach. Ich denke, ich nehme euch da einfach mal kurz mit, das ist ja nicht schlimm. Da tue ich euch ja keinen kleinen Gefallen, sogar dann seht ihr vielleicht, oder könnt mir sagen, ob ihr findet, dass es okay ist oder keine Ahnung. Naja, wie ich halt meine Waffe gemoddet habe dann. Ach ja, ja. Boah, der Valkyr ist so ein Megatier. Ach so, als Nahkampfwaffe, Skindo. Ich hab die Dualkammer weggemacht, weil ich, das heißt, ich hab die weggemacht. Nein, habe ich sie nicht. Ich habe die immer noch, weil ich die Dualkammer mega geil finde. Also bis jetzt, nach der Galatin, die da weg schlecht gepatcht wurde, bis jetzt beste Waffe, die ich mit der ich gespielt habe. Aber ich habe halt noch nicht die neueren. So Nami Skyler und sowas. Nami Skyler habe ich noch nicht zum Beispiel. Kann ich mir aber demnächst auch craften. Will ich dann auch auf jeden Fall ausprobieren, wissen wie die abgehen. Oxium-Drohnen. Ja, braucht halt mega viel Oxium für so... Ich weiß gar nicht mehr, welche Waffe das war. Auch für C4. Ich will mir demnächst noch C4 machen. Obwohl ich noch Nyx, Nova und Frost Prime habe zum Leveln. Also genügend Shit, den ich hier anstellen kann. Boah, du Drecks-Oxium-Drohne, bleib nicht hier, ey. Ah, wir haben einen Kumpel dazu gekriegt. Ich glaube, das ist Trinity, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, ich habe noch voll keine Ahnung, was alle anderen Warframes so können. Zum Beispiel habe ich null Ahnung, was Sarünen kann, also der Gift-Typi. Weiß nicht, mich fickt sowas gar nicht an, so Damage over Time, sowas, da habe ich irgendwie null Bock drauf. Ich will sehen, dass, so, weißt du, wenn ich einen angreife, dass er direkt abgekratzt wird oder halt gar nicht. Ja, ist halt mein Stil, deswegen finde ich Rhino auch mega geil, weißt du, einfach in die Menge reinrushen, Schild reinknallen, Stasis reinballern, dann machen sie gar nichts mehr. Und dann sind sie alle still und können nichts mehr machen. Da feiere ich Valkyr einfach wegen diesem Unbesiegbarkeitsmodus, dass die da einfach so hart abgeht. Oh, Freunde. Freunde der Nacht. Freunde der Nacht. Oh. Ja, 6, 5, 4, 3, 2 und Ulti weg, Ulti rein. So, Xymbro, jetzt bist du im Schwitzkasten. So nervig, weißt du, die explodieren halt. Also ich denke, ihr wisst, wie Xymbro funktionieren. Wenn sie euch angreifen, explodieren, gibt's kein Oxium. Und wenn ihr sie vorher tötet, gibt's Oxium. Ganz einfach, oder? Ich finde es so mega mies, dass dann geben sie entweder 1 oder 2, 1 oder 2 Oxium. Ich glaube bevorzugt 1, weil es einfach dann... Ja. Weil halt. Keine Ahnung, 1 oder 2 halt. Ich habe jetzt nicht nachgeforscht, so Drop Rate, so, ja, 40% für das eine oder so. Habe ich noch nicht nachgeguckt, habe ich irgendwie nicht so vorgehört. Ist mir scheißegal. Hauptsache, ich krieg ein Oxium mindestens. Wenn ich einen töte.
Ah, was war ich noch? Die. Es gibt so Katana, die ich mir noch machen will demnächst. Und ich habe was rausgefunden, was ich ziemlich geil finde. Das heißt, ich habe was rausgefunden. Mir wurde gezeigt, dass man Moas hacken kann. Was ich mega geil finde. Ich wusste das nicht. Und dann hast du so ein paar Moas, die für dich kämpfen. Fand ich persönlich ziemlich nice, also, dass das überhaupt geht. So, jetzt sind wir in 20 Sekunden auch gleich fertig mit dieser Drecksquest. Komm mal, Kenne. Denn ich will einfach nur die Quest hier schaffen und nicht irgendwie was Spezielles hier erreichen. Ist halt echt so. Ich will diesen Drecksplaneten noch fertig spielen, damit ich die anderen nächsten anfangen kann. Mir fehlen nämlich noch zwei oder drei. Ich glaube drei. Ja, eins gucken. Ja, Credits-Kiste. Ja, komm, leck mich am Arsch. So ein Scheißteil gibt's hier. Dann mache ich Überleben lieber im, im Void, da rentiert sich das auch wirklich. So, lassen wir unseren Kumpel da mal alleine. Irgendwann wird er merken, dass er allein da steht. Wenn er verreckt, dann tut's mal weit. Und schreiben kurz Finish rein. Liebliches Wörtchen. Ah, ist so schön easy als Waldkürbisse. Einfach. So, dann sind wir doch am Ende, ja. Wunderbar. Dann warten wir hier. So. Ah, was wollte ich noch sagen? Keine Ahnung, wenn ihr mal mit mir Warframe spielen wollt, das ist jetzt blöd, weil das irgendwie 19. Folge ist oder so. Wenn ihr irgendwann mal mit mir Warframe spielen wollt, edit mich auf Steam oder in Warframe. Name müsste bekannt sein, steht hier die ganze Zeit drin. Edit mich einfach, ich gucke da ab und zu vorbei in der Freundesliste. Wenn ich dann auf einmal ein, zwei Personen mehr sehe oder keine Ahnung, wie viele das jetzt sind. Klar, kann ich adden und schreibt mir einfach eine PN auf Warframe. Das sieht man unten ziemlich gut hier. Also wenn ihr mir hier eine PN schreibt. So, sorry, aber hier gehe ich raus. Vielleicht. Ah, heute ist euer Glückstag. Wir machen doch noch ein Ründchen weiter. Und spielen noch eine Runde auf Phobos. Denn Orokin Reaktor Blaupausen und sowas, da bin ich immer dabei. Ah, das sind diese Auslöschungsquests. Na, das ist momentan in den letzten zwei Tagen oder drei Tagen. Haben sich mehrere Auslöschungsquests manifestiert. Die, ich sag mal, wellenartig sind. Das heißt einfach, dass da auf einmal 40 Gegner da stehen und du denkst, what the fuck. Mit Valkyrie habe ich halt keine Ulti und denke mir mal jedes Mal, fuck, willst du mich verarschen? Hätte ich zum Beispiel anderes Viech gehabt, keine Ahnung, Frost, Rhino, irgendwas, was halt eine Mag Prime oder Mag, ja, mit einer Ulti, die einfach was macht. Ja, ich weiß, es leckt ein wenig bei dem Typen. Vielleicht einen schlechten Ping oder so. Alter, das deckt megamäßig bei dem. Jetzt überlege ich gerade echt, ob ich hier rausgehe. Na komm. Gut, wieder beleben wir den einmal mal. Ja, schleich weg von mir. So macht man's. Ich krieg noch nicht mal irgendwie Damage gerade. Ziemlich peinlich. Also, als ich die allein gemacht habe, musste ich echt sagen, dass da hatten die Gegner auf einmal richtig Schnitte. Also da hatte ich echt mit Valkyrschiss zu sterben. Naja, ich glaube, das ist mir nicht laggy. Komm, Spray Noob! Was heißt Spray? Einfach reinballern. So erzielt man Hitpoints. Kein Damage, weiß nicht, was abgeht. Merkwürdig. Ich sag mal, ich finde das gut, aber es ist mir nicht komisch. Ich krieg noch einmal schlagartig Damage, wie jetzt gerade. Das zweite tot. Oh mein Gott. Wiederbeleben wir den kurz. 100. Komm, bleib stehen. Wiederbelebt die Kacke. Alter, leckt so megamäßig. Ja, ihr seht's da sind jetzt ein paar Monster, ein paar Gegner mehr. Ja, nein, das ist wieder am Verrecken. Ich glaube, ich muss hier Heiler spielen, Medic hier. Ist nicht mal mein Style hier irgendwie sowas zu machen.
Oh, noch ein Stalker dazu. Willst du mich verarschen? Okay, wollte ich nochmal neu machen. Ist wieder am Boden. Komm. Helfen wir da halt nochmal. Ja gut, Level 4er, da, okay, das ist ja kein Problem, okay. Der hat halt noch nicht so viele Sachen, obwohl, eigentlich muss nicht sein. Ja, vielleicht hat er was falsch im Warframe. Das ist ja gar kein Problem. So, ich habe aber gesehen, dass da vielleicht, also da war es das komische Licht für den Stalker. Frag mal nach. Ich wollte meine Ulti nicht vollkommen versauen. Ja, boah, ja, ja. Er ist auch das 100% Stalker. Ich weiß nur nicht, hinter wem er her ist. Aber das werden wir gleich rausfinden, wenn er da, wenn er ankommt. Stalker ist so ein Motherfucker. Sanuka? Wo ist Sanuka? Naja. Ja, die Stalker, die sind auch richtig assi geworden, muss ich echt sagen. Wenn du gekillt wirst von denen, dann fangen sie dich. Und dann ist die Quest automatisch für dich beendet. Ja. Aber dann hast du ausgeschissen, wa? Und dann, also das letzte Mal, als mir das passiert ist, dann wurde ich in Gefängnis reingeworfen. Und dann musste ich eine nächste Quest machen. In welcher ich dann meine Waffen zurückerobern konnte. Ich glaube, wenn man die Quest nicht macht. Oh, Alter, leck die Scheiße hier. Drei, vier Mal da drauf und nichts passiert. Ja, jetzt geht diese Tür erstmal auf. Da hinten kommen schon welche. Das kenne ich schon, weil ich ein paar von diesen Questen schon mal gemacht habe. Vollkommen normal. Das ist wie auf einmal so eine kleine Monsterwelle. Guckt es euch an. Klein. Ja, nichts Bedeutendes. Noch. Naja, machen wir schnell. Fertig hier. Komm. Ja, ich sehe genauso wenig wie ihr. Also ich drücke da einfach, ich habe mal einfach die E-Taste. Das ist gerade vollkommen normal. Ja, der weg, der weg, der weg. Dann hätten wir die alle erledigt und können weitergehen. Denn die Tür ist decrypted und dann, ja, können wir weitermachen, wa? Oh. Panzerglas. Hätte ich den Fortune-Dinger fast übersehen, wa? Der hat, glaube ich, die Dual-Kammer. Ne, der hat was anderes. Der hat die Dual-Chris oder Krill oder wie die heißt. Genau, wenn ich Glück habe, kann ich euch zeigen, wie das mit dem Korpus hacken geht. Ihr müsst so einen Container finden, der grün ist. Und dann ist da ein X drauf. Also könnt ihr einfach hacken. Das war nicht überall so. Und ja. Aber es gibt sie. Das finde ich mega nice. Ja, da ist der Babo hier, der chillt da jedes Mal bei diesen Austauschungsquests. Ist halt speziell Korpus-Questen. Da habt ihr es gesehen, da kam auch Moa raus. Ich glaube, ich hätte das hacken können, aber ich hab's übersehen. Na, schade. Ist halt, wenn der Alarm aktiviert wird, kann man dann eben, glaube ich, nicht mehr so viel hacken, weil da einfach dann das Ding, sagen wir mal, occupied ist. Also die haben den schon gerufen. Bongos. Weg mit dem. Na, nee. Oh, ich würd gern so ein Ding hacken, aber nur um euch das zu zeigen. Ich das mega nice fand, als auf einmal dann, wir hatten so eine Verteidigungsquest, dann auf einmal steht da so ein Moa neben mir und die Welle hat noch nicht mal angefangen gehabt. Ich denke mir so, what the fuck, was geht jetzt ab? Ich könnte ihn halt nicht töten. Hier geht's gar nicht lang.
Ja, dann gehen wir hier lang. Boah, der hat so einen schlechten Ping, so ein schlechtes Internet, der Typ, der da gerade hostet. Aber wir müssen damit leider klarkommen. Boah, drück X, ey. Komm, mach die Scheiße. Nerv die Scheiße. Was hat er für ein Abzeichen? Nice. Guck mal, will ich mal wissen. Falkrin, was ist das für ein Abzeichen? Ja, der hängt. Der hat einen Sarin. Was du nicht sagst. Oh mein Gott, dieser... Ich weiß nicht, wie man Abzeichen sagt. Momentan komme ich nur auf so englischsprachige, amerikanische oder englische Dinger. What is my... What? Event Reward. Ja, da hinten kommt er. Nee, das ist der alte. Ah, da hinten ist er. Schade, es sieht geil aus. Ja, jetzt mach. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, ich hoffe, dir eine Kraft meiner neuen Unternehmen bieten zu können. Ja, das wird reichen müssen. Aber geil. Wir hängen fest. Oh mein. Naja, gut. Komisch, davon da kommen wir. Ja, wir feuern einfach mal rein. Ich hab das Gefühl, wir machen gar keinen Damage. Irgendwie. Aber aus dem Grund, weil die Nummer, die Summe bei mir einfach überhaupt nicht gelevelt ist. Also überhaupt nicht richtig und überhaupt gar nicht drin sonst. Aber hier scheint es wohl richtig zu sein. Komm. Da ist noch einer. Naja. Müssen wir da... Ja, von da sind wir, glaube ich, gekommen. Ja, komm. Ja, ich habe ihn aktiviert. Boah, das freut mich schon. Das ist die Scheiße. Wehe. Mann, nervt mich das. Ja, gut, toll. Ich war da unten auf einmal jetzt. Ja. Ich fett. Ah.
so mega nervig einfach nur. So, ganz runter. Ja. So. Bug ausgenutzt. Leck mich fett. Tür, geh auf, ich will einfach durchrennen. Oh Gott, ist das mehr. Ja, andere sagen auch, dass es mega laggy ist. Rüber. So. Er hat natürlich den langen Weg genommen, es hätte eigentlich viel kürzer sein können. Hauptsache, wir können ein paar slayen. Die haben nicht mal gepeilt, dass wir hier neben dran stehen. Ja, pam 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 pam. Gerade eben nachdenken müssen, weißt du, wenn die Gegner niemals wissen würden, oder wenn du so einen Bug benutzt, ne? Dass die Gegner nicht checken, dass du da neben dran stehst. Müsste doch voll geil sein. Und nächstes Mal habe ich daran gedacht, so, ja. Mach mal eine Verteidigungsquest, wenn die Gegner nicht denken, dass du da bist. Alle greifen den Pot an. Wäre so mega schwer. Ich meine, Verteidigungsquests sind ja nur möglich eigentlich, weil die Gegner dann nicht den Pot angreifen, sondern dich. Weil das, ja, wäre unmöglich, ne? Haben alle Gegner schon getillt. Will ich aber nur noch heimkommen, sag ich mal. Weil diese Quest, diese hier... Naja gut, wir haben jetzt einen Uruki-Reaktor. Aber ich hätte die lieber allein gemacht. Komm, scheiß auf den vierten. Ah, wir sind alle drin. Reno, Sarün und ich glaube C4, aber ich bin mir nicht sicher. Könnte auch irgendwas anderes sein. Irgendwas Hässliches. So, fertig mit dem. Geht doch. Da, oh, kein Reaktorblaupause mehr. Wollte ich gar nicht so. Zack, weg von der Lobby, hey. Meine Fresse. Ach ja. Ja, ich reg mich bei sowas megamäßig auf, bei so. Wenn irgendwas leckt oder so, dann... Da krieg ich's kotzen. Da krieg ich echt, ja. Habe ich noch am meisten Damage gemacht, Alter. Peinlich. So, wir gehen jetzt nochmal... Ah, was ist das? Nee. Ich hoffe nämlich auf Vauban-Dinger, wenn ich da auf die Alarmierungsdinger gucke. Das ist nämlich manchmal drinne und das finde ich ziemlich neu. So, was ich rausmachen will, ist Feuerrate, Mehrfachschuss bringt mir nichts, Mehrfachschuss bringt mir nichts. Was ich brauche ist Magazingröße. Man glaubt es nicht, aber ja, Magazingröße. Nachladegeschwindigkeit ist mir wichtig. Und... Waffenrückstoß? Nee. Waffenrückstoß brauchen wir nicht. Ich lasse es mal kurz drauf und wir gucken mal, ob wir die verbessern können zu noch irgendwas noch mightierigerem. Ja, das war deutsch. Nope. Und... Das können wir verbessern. Duplikate. Haben wir keine. Wo sonst keine? Ja. Dann haben wir 15 Muni und weniger Feuerrate, dass die nicht so schnell weggeht und wir besser treffen. Denn mit der Feuerrate ist die Vasto... Also wenn die Hulle hohe Feuerrate hat, dann verzieht die so mega krass. Oh, ich muss wieder so megamäßig gähnen. Niesen wollte ich gerade sagen. Schnitt. Schnittschaden. Elektrizität, Feuer und 100% Nachladegeschwindigkeit, Magazingröße. Irgendwas mit 2 können wir noch reinmachen, was billiges. Nee. Nervt mich, das rauszumachen, weil ich das eigentlich ziemlich nice fand, aber
bringt mir halt nichts. Ich überlege sogar, ob ich eins von denen hier wegmache. Und halt wieder das hier reinmache, weil ich... Ja, es, komm, es bringt mir aber nichts. Und wir hauen jetzt halt echt einfach das da rein. So. Anwenden. Und... Pff. Alter, was mache ich? Nein. Ja, das muss da drin bleiben. Zoome. Lass ich noch alles auf automatisch. Da bin ich zu faul, die Scheiße zu machen. Und dann würde ich nochmal hier nachschauen. Gut, dann würde ich sagen, für heute ist Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich gern wieder so krank. Alter, das ist krass. Ich glaube, das hat sich komisch angehört gerade eben. Tut mir leid. Ja gut, dann... Ach, komm. Bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, obwohl es ein wenig gähnend war. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.